Um Energie und Geld zu sparen und den Klimaschutz voranzutreiben, lohnt sich gerade bei älteren Gebäuden zum Beispiel eine Dämmung, Fenstertausch oder eine gesamtheitliche thermische Sanierung. Von Bund und Land werden Häuselbauer und Sanierer mit verschiedenen Förderungen unterstützt. Die Energieberatung Salzburg hilft bei den vielen verschiedenen Förderungen, den Durchblick zu behalten. Am einfachsten kommt man durch den Förderdschungel, indem man bei der Energieberatung Salzburg anruft und wir sie versuchen, da durchzulotsen. Die Energieberatung Salzburg unterstützt Sie dahingehend dabei, indem wir Ihnen einmal den Schubser in die richtige Richtung geben, wo wir Ihnen sagen, welche Maßnahme können Sie sich wo fördern lassen. Die Fristen der Förderungen unterscheiden sich massiv. Hierbei ist Vorsicht geboten. Es gibt gewisse Förderungen, da muss ich vor Umsetzung der Maßnahmen den Antrag stellen und dann gibt es wieder gewisse Förderungen, wo ich erst nach Umsetzung der Maßnahmen den Antrag stellen muss. Fenstertausch, Dämmung, Photovoltaikanlagen, Solaranlagen oder das Heizungssystem. Viele verschiedene Möglichkeiten bieten attraktive Förderungen. Also wenn ich als Einfamilienhausbesitzer oder Besitzerin mich an die Fernwärme anschließen möchte, dann bekomme ich vom Bund maximal 15.000 Euro. Das ist gedeckelt, das ist eine Pauschale, die gedeckelt ist mit 75% der Investitionskosten. Das Beispiel dazu ist, wenn ich jetzt oder wenn mich der Fernwärmeanschluss ca. 20.000 Euro kostet, dann kann ich maximal vom Bund 75% bekommen und das ist dann der pauschale Satz von 15.000 Euro. Es gibt aber nicht nur Förderungen für Häuser, sondern auch welche für Wohnungen mit entsprechenden Sanierungsmaßnahmen. Ich kann auch als Wohnungsbesitzer, wenn ich zum Beispiel jetzt meine Fenster tauschen möchte, diese kann ich dann tauschen und da kann ich mir auch vom Bund eine Förderung abholen. Hier ist es natürlich wichtig zu sagen, dass ich hier an gewisse Maßnahmen gebunden bin. Ich müsste zumindest 75% meiner Fenster tauschen und diese Fenster dürften einen UW-Wert von 1,1 nicht überschreiten. Laufende Änderungen sind bei der Bundes- und der Landesförderung keine Seltenheit. Die Bundesförderung ist kombinierbar mit der Landesförderung. Jedoch ist es so, dass die Landesförderung jetzt vor einigen Veränderungen steht. Deswegen empfiehlt es sich immer, zum jeweiligen Zeitpunkt die aktuellen Förderrichtlinien des Landes durchzulesen. Weitere Infos finden Sie bei der Energieberatung des Landes oder der Salzburg AG.